wichtigsten Themen sind auf die Weise eigentlich mit dem Tauchen. Und was inzwischen auch ganz gut funktioniert, ist, wir haben die Flasche an der Stelle eigentlich genau. fast unter. Da, wo sie gar nicht auffällt. Ja. Ja, aber das stehen wir auch durch. Das haben wir eigentlich in den meisten Projekten gewonnen, die Ecke. Jetzt hier erst die Trennteile. Eins haben wir schon mal reinigen lassen. Da können wir uns die Situation ein bisschen besser vorstellen. Ja, also die lässt sich an diese Fläche an den Rand erinnern. Und Paldao, diese Holzart, ist halt, lebt halt davon, dass wir hier eine horizontale Ausrichtung haben. Mhm. Das passt halt wirklich auch zur Bauteige. Die Besonderheit, das sieht man ja auch hier, die Offenporigkeit in der Oberfläche, relativ schwierig zu erreichen. Direkt rein und haben dann einfach auch eine perfekte Abstimmung zwischen. Zu kurz, das kann man ungefähr so machen. So. Das ist Räder. Das ist hast du das jetzt hier schon mal inspiziert? Ja, genau. Und ich würde halt hier auch gerne so einen Phasendruck ziehen. Auch einfach damit wir den Ball so ein bisschen einbetten. Dann haben wir dann irgendwie ein sauberes Bild ergeben. Und das passt jetzt hier schon so für dich? Also, ja, also so könnte ich es mir auch gut vorstellen. Okay, Abschluss. Ja. Ich kannst du vielleicht nochmal einfach den Schlitz beziehen, wie du es so vorstellst. Ja, also wichtig sind wir. Ja. Das finde ich auch super. Man sieht es ja auch, das ist auch mal wichtig, dass es der Fingerwechsel hier und dann wechseln wir auch. Das wird eigentlich selber so gelöst. Ja, rein zu jetzt hier schon mal umgesetzt, wenn du dir auch die Zahlen, die alten mal anguckst. So, auf jeden Fall darauf achten, dass wir das gleich anmachen, jetzt mal die Restzahl wieder zu wiederholen. Das ist repräsentativ. Das. Oh, da kommen wir immer wieder so. Aufeinander
verstanden. Das erste Mal, dass wir die Hitze gelegt haben und dann eigentlich geguckt haben, wie so ein Detektiv eigentlich, was ist jetzt eigentlich die Geschichte, die das. Da kommst du mit dem Handtast, berührst genau, du auch. Haptische Rückmeldung auch so, also sehr schön. Ja, ja, und die Dreidimensionalität, die ging letztendlich auch immer mehr im Exterior. Das ist auch ein Rennsportthema, auch die Klappe. So gut wird die hier auch für die Zukunft. Die sind nicht auf Google, das ist so blöd. Das Einzige sind die Spiele. Hier an der Rennen. Soweit. Gelaufen, die Änderungen waren prima, das Modell gut vorwärts gibt. Nochmal ein bisschen gucken. Nö, geht. Nö. Gut, kommt. Nö, geht. Nö. Bitte mal noch vielleicht einen Tape legen, unten da, wo diese blaue jetzt. Ach, auf die blaue nochmal drauf. Nö, geht. Gut. Und der Schnitt im Kotflügel, den könnte man dann auch noch machen. Ja, pass mal auf, ich mach mal. Ja, und da wird auch gesagt, ich kann nicht alle immer einen geben und muss was erklären, und das muss der einfach.
Controller da drüben, als er hier ist. Das ist genau. Also wir müssen aufpassen, dass diese Flakstelle nicht da ist, sonst sieht es sehr eingefallen aus. Weil wir haben hier links und rechts eine schöne Anformung. Deshalb muss man gucken, dass die halt auch irgendwo ausläuft. Wenn du jetzt einfach das mal ein bisschen genau von flach nach oben wegrollst, dann sieht man, wie dieser 12 Uhr über dem Rad oder etwas nach vorne versetzt. Die Stelle müssen wir entschärfen. Ich denke, das haben wir sehr schön auf den Punkt gebracht. Ja. Ja. Auch die Highlights hier rüber, über den Kotflügelbereich, laufen sehr schön straff. Ja, das Thema da in ist Highlights. Was. Und auch hier, aber das Hauptthema ist dieser Wechsel von konkav in konvex gekennzeichnet. Es ist zwangsläufig eine Flachstelle, aber es ist so gewollt. Wird bis zum Radienanlauf halt parallel laufen und dann müssen wir halt einfach gucken, dass wir hier schon den Anlauf ein bisschen länger ziehen, dass das ein bisschen besser funktioniert. Das kann auch noch modellbautechnisch sein, weil das kommt der Bereich, das ist jetzt unsere Vorgabe, müssen wir die Fugo optisch aufmachen, Fahrzeug außen. Ob wir hier noch diese leichte Strukturierung drin haben. An der kompletten Naht. Gibt es ja noch die Schwerbezüge noch als Lederpad. Ansonsten ist dieser innere Bereich und der äußere Bereich, da wird das für das Thema DAX lernen. Da sind wir radienmäßig an der Grenze hier bei dem. Richtig, und auch hier um die Schraubkalotte sind wir hier enger. Ja, leichte Radien drauf. Und hier sind es halt richtig ist, große. Ist das Radien. Ziel, dass die Bereiche überfräst werden? Nein. Sagen, ist in Ordnung. Mhm. Ja. Thank you.
mal durch mit der Bremsbelüftung. Ja, du, wir hatten doch hier über die Rückteiloptimierung gesprochen, wo wir auch lange mit Styling diskutiert haben und hatten da wirklich jetzt eine gute Form bekommen. Kannst du genau in der Ebene nochmal einen Setschnitt jetzt durch das Modell durchnehmen? Wo ist die Rechnung vom 992 im neuen Wind? Okay. Wo genau möchtest du denn hinschauen? Ja, ich möchte mal schneiden. Okay, dann machen wir mal schnell einen. Wenn man, kannst du hier schnell was wechseln? Ich kann alles wechseln. Okay. Wo genau möchtest du denn hinschauen? Ja, ich möchte mal schneiden. Sagt in dem Dings hier stellen wir nichts um. Okay. Und dann thank you.
on iron teardrops. I've got to see my way around. Llama, get big boy Hogan's. You come down and dig your grave. Little girl, you think you're so smart. Hoo-hoo, well, well, I'm glad that you don't. Llama, get big boy Hogan's. Little girl, you think you're... Die Überlegenheit des High-End-Surround-Sound-Systems resultiert aus zahllosen Details. Einem Ziel, den perfekten Klang. Es verwandelt Schallwellen in einzigartige Sinnesreize und Musik in ein exklusives Klang. Da jetzt nichts gesehen.
Jetzt irgendein Lied aus der Playlist, der jetzt auf SWR kommt. Playlist bei Radiosender machst. Genau, ja, das ist das Ding. Tune switcht automatisch zu dem Sender, der als nächstes irgendein Titel aus dieser Playlist spielt. Genau, ja. Das kannst du mit. Das kommt in der Radio. Stimmt, ja, richtig. Aber stehen haben musst oder überall Antennen haben musst, wo die. Ja, genau. Oder wenn du zwischen Sendungen liegen. Verschiedene interessant, ja. Weil da ist zum Beispiel auch, erstmal ein MVP bauen für Deutschland oder du sprichst die an, sagst, ey, ihr dürft mitmachen, machst ein Programm. Spielt und dann siehst du die Historie. Also ist das so? Da hätte ich jetzt gerne von euch, dass ihr mal die positiven und die negativen vor. Also, wir haben ja Retro, ne? Seit Mittwoch, letzte Woche. Ja? Verdeckst mit dem Stift, genau, zack und sehr gut. Herzlich willkommen zu unserem Daily Backlog bezüglich Kollokation. Wir haben jetzt einen Raum für unseren Sprintwechsel. Und ich würde jetzt einfach mit den Favorites anfangen und sie in. Danke. Los haben wir hier noch die Control Bar und. Wir machen dann das Transfer dazu, weil das ja hier darunter gehört. Porsche Connected, das passt. Die Hardware für den Load Balancer dann aufzusetzen. Und starten. Sollten die Testcases aus dem letzten Sprint Review werden, da werde ich. Fahre mich zum Brandenburger Tor. Mir ist warm. Es wird gleich kühler. Thank you.
Der 955 Richtung Norden weiter. Thank you.
Erklär mir kurz, was ist hier? Wir haben ein Management. Schreib was. Fast hat das Salzburg auch noch. Da stand der auch schon beim Parker, oder? Nee, wir haben beim Parker eingeschlägt, dass man das in dem Auto als Beobachtung tun kann. Gleichheit.